Ich stelle dir heute einen weiteren Bewohner in meinem Riff-Aquarium vor, und zwar schauen wir uns heute Riffbarsche an, nämlich Chromis viridis. Chromis viridis gehört sicherlich zu einem der ganz typischen Meerwassereinsteigerfische. Warum das aber meiner Meinung nach nicht so sein sollte und warum Chromis viridis vielleicht ganz grundsätzlich nicht als Anfängerfisch betitelt werden sollte, das erfährst du im Laufe des Videos. Wir fangen aber zuerst mal vorne an und schauen uns an, wo kommt das Tier her? Und was tut es so in freier Wildbahn? Also erstmal, Chromis viridis, wie gerade schon gesagt, gehört zu den Riffbarschen. Und wenn du dich ein bisschen mit der Meerwasseraquaristik schon auseinandergesetzt hast, wirst du vielleicht immer mal wieder darauf hingewiesen worden sein, dass Riffbarsche und Barsche manchmal kleine Zicken sein können. Und man die nicht unbedingt immer im Aquarium haben will. Das ist bei Chromis viridis manchmal auch der Fall. Ganz generell sind die schon eher friedlich, aber sie haben halt so ihre Eigenheiten. Die kommen rund um den Äquator in allen Weltmeeren tatsächlich vor und sind so wirklich auch einmal komplett überall verbreitet, und man findet sie relativ häufig in sämtlichen Riffen eigentlich. Sie halten sich hauptsächlich in Korallenriffen auf, also sie leben direkt riffbezogen und leben halt in den Korallenriffen, kommen dabei in Tiefen von 1 bis 20 Metern ungefähr vor. Und jetzt das Interessante, Chromis viridis ist halt wirklich ein echter Schwarmfisch in freier Wildbahn. Also wirklich große Schwärme dieser Tiere halten sich zusammen auf und halten sich dabei ganz häufig am liebsten über Acropora-Stöcken auf. Auch sehr explizit nur über Acropora-Stöcken und nicht über Stöcken von anderen SPS-Korallen. Ist auch ganz interessant, wie Tiere da so Präferenzen einfach haben. Das hat damit zu tun, dass die Jungtiere, dann halten die sich nämlich in den Acropora-Stücken auf, also zwischen den einzelnen Ästen der Koralle, da verstecken die sich, da sind die vor Feinden geschützt. Und für die große Gruppe adulter Tiere gilt das nämlich auch, die bewegen sich halt da drüber, um halt im Zweifelsfall, wenn ein Feind auftaucht, einen schnellen Rückzugsort zu haben, wo die meisten Feinde dann nicht reinkommen. Zumindest Feinde, die so groß sind, dass sie ein Chromis viridis als Nahrung vielleicht auf der Speisekarte haben. Chromis viridis hat zurzeit keinen Eintrag auf der roten Liste. Das bedeutet nicht, dass er nicht gefährdet sein könnte. Das wurde halt einfach nur noch nicht im Rahmen der roten Liste untersucht. Es ist aber schon davon auszugehen, dass Chromis viridis keinerlei Gefährdungsstufe besitzt und natürlich deshalb auch als Wildfang-Meerwasserfisch immer wieder in den Handel findet. Und das ist nämlich auch einer der Gründe, warum er so beliebt ist und auch so gerne als Anfängerfisch für den Meerwassereinsteiger hergegeben wird, weil er ist als Wildfang problemlos zu bekommen und sehr, sehr günstig. Und das für einen Fisch, der halt doch relativ groß werden kann, also vergleichsweise groß, und den man eben auch in einer großen Gruppe halten kann, wenn man die richtigen Voraussetzungen dafür hat, und da kommen wir natürlich noch gleich noch zu. Aber dann ist er eben auch, wie gesagt, vergleichsweise günstig, was ja gerade bei Nachzuchten nicht immer der Fall ist. Und das macht ihn halt zu einem typischen Fisch, der schnell gekauft wird. Aber genau da möchte ich halt auch mit diesem Video so ein bisschen intervenieren, weil ich finde, das sollte nicht so sein. Das Verhalten von Chromis viridis ist gleichzeitig auch einer der essentiellen Punkte, warum das meiner Meinung nach kein Anfängertier ist. Denn Chromis viridis ist ein Dauerfresser. Ja, das kann man vergleichen mit dem, was beispielsweise auch ein Mandarinfisch an den Tag legt. Also ein Mandarinfisch muss ständig sozusagen mit Kleinstlebewesen umgeben sein, damit er ständig Nahrung picken kann. Und das ist beim Chromis viridis ganz ähnlich. Der ernährt sich halt von Zoo- und Phytoplankton in freier Wildbahn. Und da gibt es sogar Studien zu, weil das Tier, dadurch, dass es halt so gut vorkommt, konnte man das auch gut untersuchen. Die Studienlage ist da relativ gut. Und es gibt halt Statistiken darüber, dass Chromis viridis im Durchschnitt alle 2 Sekunden etwas isst. Also alle 2 Sekunden irgendwas ins Maul bekommt, was er fressen kann. Das können halt winzigste Partikel sein. Also das muss nicht immer etwas sein im Sinne von Zooplankton, kleine Krebschen, die man wirklich sehen kann, also eine ordentliche Portion. Aber also alle 2 Sekunden kann dieses Tier essen. Es ist also wirklich ein Dauerfresser, und das ist ein Zustand, der im Aquarium erstmal erreicht werden muss. Denn wenn man sich angewöhnt hat, nur morgens zu füttern, vielleicht auch morgens und abends zu füttern, das reicht den Tieren nicht. Und das ist auch genau der Punkt. Ein Einsteiger, der sich vielleicht gerade erst ganz neu an das Thema Meerwasseraquaristik herantastet, dem ein Tier zu geben, was kontinuierlich mit Nahrung versorgt werden muss, das finde ich schon sehr gewagt, weil das ist eigentlich ein Punkt, auf den man sich am Anfang vielleicht auch gar nicht so sehr konzentriert. Man denkt, ja, einmal am Tag Fische füttern, das passt schon. Okay, zweimal am Tag Fische füttern, passt immer noch. Aber ein Chromis viridis zu versorgen, ist mehr als nur morgens und abends füttern. Deshalb gehen wir da auch gleich nochmal separat drauf ein. Chromis viridis sind sehr aktive Schwimmer, sowohl in freier Natur als auch im Aquarium. Also sie sind wirklich viel unterwegs, sie sind schnell unterwegs, sie können auch ordentlich Strecke zurücklegen, weshalb auch die Aquariengröße gerade für eine Gruppe, gerade für einen Schwarm wirklich sehr, sehr groß sein sollte, damit das einigermaßen Sinn macht.
Sie sind zumeist friedlich gegenüber allen anderen Riffbewohnern. Ich sage extra zumeist, weil ich es auch schon bei mir im Aquarium gesehen habe, dass mein Pärchen Chromis viridis, was ich da drin habe, ab und zu schon mal auch gegen die anderen Fische schießt. Die werden nie gebissen, die werden einfach nur so ein bisschen, ja, aus einem imaginären Revier verdrängt, wo aber leider auch die anderen Fische Teil dieses Reviers sind. Also sie sind so ein bisschen unstet in ihrem Verhalten, habe ich das Gefühl. Aber das ist eben auch genau das, was ich am Anfang kurz meinte. Wenn du dich schon mal damit beschäftigt hast und man so ab und zu mal den Begriff Barsch und Riffbarsch hört, das ist genau das, was damit häufig gemeint wird. Das ist hier nicht anders. Trotzdem muss man sagen, den weit überwiegenden Teil sind Chromis viridis völlig friedlich gegenüber allen anderen Riffbewohnern. Und nicht selten sehe ich bei mir wirklich meine 3-4 Pärchen der verschiedensten Tiere, die ich da drin habe, die Clownies, die Caudernies und die Chromis viridis zusammenstehen in einer Gruppe, weil sie gerade zufällig in derselben Ecke sitzen und da stört keiner den anderen. Das sind nämlich tatsächlich meine Clownies, nachdem sie jetzt endlich die Koralle für sich entdeckt haben und sich jetzt eine ausgesucht haben, tatsächlich ein bisschen revierbildender und ein bisschen aggressiver gegen alle anderen, sobald die der Koralle zu nahe kommen. So, Chromis viridis, ich habe es gerade schon gesagt, ist, weil er halt sehr weit verbreitet ist und nicht gefährdet ist, sehr leicht und sehr günstig als Wildfang zu haben. Trotzdem möchte ich sehr explizit darauf hinweisen, dass von Chromis viridis auch Nachzuchten verfügbar sind. Die Tiere laichen in Höhlen oder an Gegenständen ab. Die Eipakete werden da so festgepappt sozusagen. Das Männchen kümmert sich darum, befächert die regelmäßig und frisst tatsächlich auch abgestorbene Eier. Und das ist, glaube ich, die allergrößte Gefahr dabei, wenn man selbst ein Zuchtprojekt ansetzt, dass das Männchen einfach die ganzen Eier auffrisst. Aber ne, so ist das halt. Aber Nachzuchten sind möglich und kann man auch bekommen. Nur dagegen ist halt leider das Handelsproblem, dass Chromis viridis halt leicht verfügbar und sehr günstig ist für einen Meerwasserfisch. Und da sich mit der Nachzucht durchzusetzen, ist ein bisschen schwierig. Aber deshalb auch nochmal von mir sehr explizit der Hinweis, kauft Nachzuchten. Das ist wichtig, das ist vor allem sehr nachhaltig. Die Tiere werden so bis maximal 10 cm groß. Dann hat man schon ein wirklich großes Exemplar vor sich. Der Durchschnitt ist so 7 bis 8 cm. Meine Beine, die ich da drin habe, werden wahrscheinlich ausgewachsen sein. Vielleicht werden sie noch so ein Zentimeter länger, aber größer werden die nicht mehr. Ja, und dann der Elefant im Raum, diese Dauerfressergeschichte. Also bei der Haltung ist halt extrem wichtig, dass Chromis viridis dauerhaft an Futter kommen muss. Und das bedeutet eigentlich mehr oder weniger automatisch, da muss ein Futterautomat her. Und ein Futterautomat, der das Aquarium halt regelmäßig immer wieder mit kleinen Mengen Futter versorgt. Das muss ja nicht viel sein. Vor allem, wenn ihr halt nur ein paar haltet, was in den meisten Fällen wahrscheinlich Sinn machen wird, wenn eure Aquarien nicht sehr, 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 sehr groß sind. Und dann muss natürlich auch nicht viel Futter rein. Die Tiere müssen halt nur die Möglichkeit haben, immer wieder was zu bekommen. Und genau deshalb habe ich bei mir jetzt eben auch einen Futterautomat drin. Und dieser Futterautomat schüttet bei mir alle 3 Stunden Futter in das Wasser. Und das halte ich schon für wenig. Man könnte das durchaus erhöhen. Da ist dann aber die Feinjustierung, was die Menge angeht, zumindest bei meinem Futterautomaten, nicht fein genug, dass ich die Menge sozusagen noch kleiner stellen könnte, weil die Menge deshalb immer eine gewisse Größe sozusagen hat und sich das Futter dann auch im Wasser verteilt. Einiges geht unter, wird verwirbelt, anderes bleibt einfach ewig lange oben auf der Wasseroberfläche sitzen. Deshalb halte ich die 3 Stunden eigentlich für ein ganz gutes Zeitfenster für meine Chromis hier. Aber ganz grundsätzlich ist also ein Futterautomat wirklich, wirklich sinnvoll für die Tiere, damit sie regelmäßig an Futter kommen. Und der soll dann halt einfach immer nur ganz, ganz kleine Mengen mit ins Wasser geben, damit natürlich nicht alle anderen verfetten und damit man auch nicht das Wasser unnötig belastet, aber damit die Chromis halt immer wieder die Möglichkeit haben, sofort was zu fressen. Ich habe die Größen, die Aquarien gerade schon kurz angesprochen. Paare, Paarhaltung von Chromis viridis ab 250 Liter macht das Sinn. Das heißt, mein Aquarium ist hier Minimum. Ja, mein Naios Opus hat 262 Liter, das ist Minimum für ein paar Chromis. Und das ist auch tatsächlich ein Problem, weshalb das Tier auch gerne als Anfängertier abgegeben wird, weil man halt denkt, oh, so ein günstiger Fisch, so ein schnell verfügbarer Fisch, der braucht ja nicht unbedingt so ein riesen Aquarium und dann kommt er nämlich sehr schnell in sehr kleine Aquarien und da wird dann nämlich diese Aggressivität von Riffbarschen eher präsenter, als dass sie weniger präsent wird. Und das kann dann natürlich zum Problem werden. Also 250 Liter für ein Paar wirklich als Minimum. Wenn du eine Gruppe halten willst, also wirklich dieses Schwarmverhalten auch erleben willst, dann ist alles unter 1000 Liter völlig raus. Ja, also dann bewegen wir uns bei 1000, eher so 1500 Liter, damit das überhaupt Sinn macht für die Tiere. Temperaturbereich ist vergleichsweise breit gefächert. Das hängt aber sicherlich auch ein bisschen damit zusammen, dass die Tiere eben auch so weit verbreitet sind. 22 bis 28 Grad ist hier die angegebene Temperatur bei einer Lebenserwartung von 5 bis 6 Jahren pro Tier.
Für mich ist mein Pärchen Chromis hier in meinem Becken eine wirkliche Bereicherung. Es sind sehr aktive Tiere, die viel im Aquarium unterwegs sind. Die bringen nochmal richtig Leben rein und lassen meine anderen Bewohner auch wirklich in Ruhe. Es kommt extrem selten vor, dass ich sehe, dass die Chromis mal mit den Clownies aneinander geraten. Und wenn, dann auch nur mit denen. Und ich glaube nämlich tatsächlich, dass das fast immer von den Clownies ausgeht, weil die nämlich da ihre Koralle verteidigen. Bei den anderen ist es mir noch nie aufgefallen, dass es irgendein Gezanke oder so gab. Deshalb bin ich da ganz glücklich und ich habe auch definitiv da ein zusammenhängendes Pärchen erwischt. Da kann ich auch aus meiner eher Erfahrung sagen, ich habe die Tiere jetzt 4 Monate ungefähr bei mir im Becken, dass das gut funktioniert, auch in der Größe, auch mit dem Besatz, den ich da jetzt habe. Natürlich ist mein Aquarium aber auch nicht übermäßig besetzt. Ne? Also ich habe da jetzt halt 3-4 Pärchen drin, plus den Blendy aktuell noch. Das heißt, da ist einfach auch nicht so krass viel los, dass die Chromis da irgendwie revierverteidigend unterwegs sein müssten. Und dann sind sie es eben auch nicht. Man kann tatsächlich sehr schön beobachten, dass sie zur Nachtruhe sich immer in irgendwelche Korallenstöcke zurückziehen. Tatsächlich viel bei den SPS. Also oben rechts sitzen bei mir die ganzen SPS und da klemmen die dann einfach nachts zwischen und bewegen sich da kaum noch und stehen da so ein bisschen rum und verbringen da die Nachtruhe. Und tagsüber sind die wirklich überall im Aquarium unterwegs, oben, unten, links, rechts und schwimmen quer durchs ganze Becken, sind wirklich sehr, sehr aktiv. Und da merkt man dann auch sehr schnell, dass so ein Tier in einem kleineren Aquarium wirklich nichts zu suchen hätte. Und dass eine große Gruppe davon, wo ja ein kompletter Schwarm dann auch in diesem Tempo durchs Becken saust, da muss wirklich Platz hinter sein, damit das Sinn macht. Dazu noch diese Geschichte mit dem Dauerfresser, dass das Tier auch wirklich dauerhaft versorgt werden muss. Ich mache es bei mir über einen Futterautomaten mit Trockenfutter. Ich benutze dafür das Sea Friendly Reef Granulatmix, was bei mir im Futterautomat drin ist. Der steht auf der kleinsten Dosieröffnung, die er kriegen kann. Und dann kommt da halt immer so ein Schwung mit raus alle 3 Stunden und versorgt dann meine Tierchen. Links zu dem Futter und natürlich auch zu meinem Futterautomaten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber gerade Futterautomaten, muss ich auch ehrlicherweise sagen, habe ich nie wirklich Erfahrung mit, weil ich habe mir diesen gekauft, weil ich halt einen haben wollte, der per Netzanschluss und per Batterie versorgbar ist. Ich wollte da beides haben, aber habe mich nicht weiter eingehend mit dem Thema beschäftigt. Das ist also mein allererster Futterautomat, den ich überhaupt besitze. Und ob der jetzt wirklich total gut geeignet ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Es ist auf jeden Fall der, den ich aktuell benutze und bisher tut er seine Arbeit ganz zufriedenstellend. Da kann ich also nicht so gut viel zu sagen. Zu dem Futter kann ich sagen, wird von allen Tieren perfekt angenommen. Die Granulate bleiben relativ lange oben schwimmen. Das heißt, die Chromis kommen auch zur Wasseroberfläche und holen die sich. Einige davon, wenn die gerade zufällig in die Strömung geraten, gehen dann aber auch sofort unter und werden umgewirbelt. Das ist eigentlich schon ganz gut, dass man da so eine Mischung hat. Und für den Futterautomaten ist halt auch die Granulatgröße gut. Und auch für die Chromis ist die Granulatgröße hier sehr, sehr gut. Das heißt, das kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Das bekommt ihr auch bei mir im Shop. Deshalb da natürlich auch entsprechend der Link unten in der Videobeschreibung. Wie gefallen dir denn die Tiere? Findest du die bei mir im Aquarium passend oder würdest du die vielleicht nicht einsetzen oder wie hättest du das gemacht? Hast du vielleicht selber schon mal Chromis viridis gehalten und hast eigene Erfahrungen, die du jetzt zu dem, was ich dir hier in diesem Video erzählt habe, noch ergänzen kannst? Dann auf jeden Fall ab damit unten in die Kommentare, denn da haben natürlich alle was davon. Nicht nur ich jetzt oder nicht nur du als Kommentator, sondern alle, die das Video jemals sehen werden. Das finde ich mal ganz, ganz toll, wenn einfach zusätzliches Wissen über die Kommentarspalte hier angereichert werden kann. Und damit sehen wir uns dann beim nächsten Video wieder.